Willkommen zum Zimmerduell. Heute mit Marco Friedl und Milot Rashica. Wer ist besser mit dem schwachen Fuß? Kein Punkt. Bro, I have to play the whole season on the right side. I play on the left also. Shut up. Wer hat denn die schönere Frisur? Falscher Dabi. Komm, Marco, you know. Ja, wenn ich jeden Tag 25 Mal mir die Haare mache, dann habe ich schon die schönere Frisur. Der erste Punkt. Give the answer and it's okay. The I do it for the team. So, yeah, I do it for the team. Wer von euch beiden hat denn das hübschere Lächeln? Kann es sein, aber. Kein Punkt. Hey, you see all my pictures on this morning. Nächste Frage, bitte. Wer von euch beiden ist denn schneller? He knows. Ja, Punkt für euch. Congratulations. Und wer ist schneller müde? Kein Punkt. Ja, come on, Milo. Not always you, you, you. Be for the team. You have to play for the team. Jetzt müssen wir schon alles richtig haben, dass wir noch 16 schaffen. Ja, Alter. But why did I say green for you? Shut up. Wer guckt denn mehr von euch Werder TV? Ja, das muss so sein. Punkt für euch. Hi, Lukas. Thank you. First time. Wer hat denn den besseren Humor? Das ist extrem schwer. Warte mal. Ja, muss nicht. Punkt für euch. Danke. Ich just give it to you. Ja. Wer hat denn von euch den geileren Instagram-Account? Ja, für einen Punkt. Punkt für euch. Aber das sehe ich absolut nicht so. Wer hat denn den besseren Musikgeschmack? I do for the team. Nice one. Der nächste Punkt. Wer von euch beiden kann denn mehr Instrumente spielen? It's good we play football. Ja, das Problem ist, ich kann halt absolut gar nicht. Kein Punkt. Ich auch, Bro. Ich hab mal gehofft, vielleicht irgendwie irgendwas, aber Scheiße. Okay, einfache Frage. Wer drückt von euch beiden mehr Kilogramm an der Beinpresse? Ja, lass die Beinpresse weg, dann gewinne ich das Ding. You understood the question? Yeah. On the bench press. No, 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 not bench, leg. Ah, for the legs? For the legs. Then I change. Ja, das habe ich dir gesagt. Dann Punkt für euch. Dann change that. I was thinking for like this. I said the same in China. Yeah. Sehr gut. Wer bleibt denn dafür länger am Buffet sitzen? Ja, das muss eigentlich auch. Nächster Punkt für euch. Wer lacht denn mehr im Trainingslager? Marco, you are not here from the beginning. But ja, das wollte ich sagen. Ah, oh, sorry. But ich bin nicht. For now you can see it, huh? Our table. You can hear it. Punkt. Ich glaube, ich hätte es auch gesagt. Aber dann ist so lange da. Ihr habt schon extrem viele Nebenabsprachen, das möchte ich mal ganz kurz erwähnen. Okay, sorry. Ja. Also ihr sprecht schon sehr, sehr miteinander. Ja, so it's good. Huh? Quiet voice. Can't talk so much. Why? We talk together, bro. It's not allowed. Wer ist denn von euch beiden der bessere Tischtennisspieler? Punkt für euch. I think he played sometimes.
But he's not good also. It's enough for you. It's enough for you. Wer ist denn der bessere Kopfballspieler? You see my chance from the last game? The friendly here? Yes, I think everybody saw it. Okay, so. So der nächste Punkt. Wer mag den anderen denn wohl lieber? If I say why, then I like him more than him me. Yes. Okay. Wenn ich sage weiß, dann mag ich ihn lieber. Okay. Nein, ja, wenn ich sag grün, ist klar, dass ich ihn lieber mag als er mich. Ja, ich war so ein Point. Kein Punkt. I really like you. I didn't know you like me. Wir hatten eine wirkliche Bromance-Scene zwischen Davy und Kapi. Haben sich umarmt. Ja. Das gibt's hier nicht. Geht nee, nicht. Wir haben like so wenig Punkte. That's why they had so many points. They don't like each other, they love each other. That's a lie. Wer von euch besitzt denn mehr Sonnenbrillen? Das war's. Punkt. Der wird sich zwei Aschenbecher auch hier hinkleben, damit er Sonnenbrillen aufhat. Und muss jetzt überlegen, was er. Ja, Bro, come on. You have 2000 Sunglasses, I think. Wer von euch sitzt denn öfter am Handy? Und wieder ein Punkt. Sehr gut, ihr holt auf. Wer von euch beiden ist der Boss? Jetzt habe ich dreimal für einen Punkt was gemacht. Jetzt scheiße ich auf den Punkt. I can see him in the window. Ja, so ein kleiner Punkt. Es ist ein Punkt. Eine Frage haben wir aber noch. Okay. Wessen Butterbuddy-Fische auf unserem YouTube-Kanal hat denn wohl mehr Klicks? Milo Cezar. Das kann ich halt gar nicht einschätzen. You didn't watch mine? Boah. Sorry, it's off. It was everywhere, bro. You didn't see it. Yeah, you posted 2000 times on Instagram. That's so good. Marketing. Zeigst du? Keine Übereinstimmung. Ihr habt auf jeden Fall mehr als Lücke und Claudio. Immerhin. Dankeschön.